Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video werden wir uns weiter mit der Gestaltung von Webseiten beschäftigen. Konkret soll es weitergehen mit Cascading Style Sheets oder kurz Style Sheets, mit denen wir das Aussehen von Webseiten gestalten können. Wir haben uns die Grundlagen dafür schon im letzten Video angeschaut. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das zunächst angucken, sonst hat man keine Chance zu verstehen, worum es hier geht. Aufbauend darauf werden wir uns nun mit einigen weiteren wichtigen Konzepten beschäftigen. Wir haben schon gesehen, wie wir Stilangaben für ein HTML-Element vornehmen können, indem wir den Namen des HTML-Elements, nur den Namen ohne spitze Klammern, also nicht das Tag, in unser Stylesheet aufnehmen und dort dann Angaben für dessen Stil machen. Im unteren Teil dieser Folie sehen wir auf der linken Seite einen Auszug aus einer HTML-Datei und im rechten Teil sehen wir einen Auszug aus einem Stylesheet. Dieses Stylesheet könnte in einer separaten Datei sein, es könnte in der HTML-Datei zwischen Styletags eingeschlossen sein. Das ist an dieser Stelle irrelevant. In beiden Teilen tauchen HTML-Elemente auf. Im HTML-Code immer als Tags in den spitzen Klammern, im Stylesheet niemals mit spitzen Klammern, sondern immer nur der Name des Elements selber. Wir beziehen uns jedes Mal auf dieselben Tags, aber die Notation, die Art und Weise, das aufzuschreiben, ist ganz anders. Deshalb steht also im Stylesheet einfach UL, während im HTML-Code das UL in spitzen Klammern steht. In diesem HTML-Beispiel haben wir außen diese lange Klammer sozusagen, die von dem öffnenden und schließenden UL-Tag gebildet wird. Diese bildet eine UL-Umgebung. Unsere Stilangabe, die wir in dem CSS-Teil, in dem Block für UL vornehmen, bezieht sich also auf alles, was sich innerhalb dieser Umgebung befindet. Das Stylesheet rechts legt also fest, dass unsere UL-Umgebung eine Hintergrundfarbe erhält, nämlich ein helles Grau. Außerdem erhält sie einen Rand, der ein Pixel breit ist und aus einer durchgezogenen schwarzen Linie besteht. Ein solches Kombi-Attribut sehen wir hier gerade zum ersten Mal. Man könnte diese Angaben auch über drei einzelne Attribute vornehmen, aber manchmal ist es ganz bequem, dass man ein Attribut auch so angeben und hier also drei Werte gleichzeitig für den Rand festlegen kann. Wie diese drei Attribute einzeln aussehen, gucken wir uns zu einem späteren Zeitpunkt auch noch an. Schauen wir jetzt einmal oben rechts den Screenshot an, wie das aussehen würde, was ich damit HTML und CSS gebastelt habe. Um unsere Liste herum, die aus diesen drei Punkten und einem Unterpunkt besteht, ist ein schwarzer Rand gezogen und die Hintergrundfarbe natürlich auch entsprechend gesetzt. Aber wir sehen auch, dass dies auch für die innere Liste gilt. Schauen wir noch einmal in den HTML-Quelltext. Da ist innerhalb des zweiten Listenelements eine weitere Liste, also eine weitere UL-Umgebung. Und für diese Unterliste gelten natürlich die Angaben, die wir in dem Stylesheet gemacht haben. Das UL ist ja ein Selektor, der besagt, dass jegliches UL-Element, das in diesem HTML-Dokument zu finden ist, die im Stylesheet festgelegten Eigenschaften erhalten soll. Also wird nicht nur die äußere Liste mit einem hellgrauen Hintergrund hinterlegt und mit einem schwarzen Rand umgeben, sondern auch die innere Liste. Das UL ist in dem Stylesheet also der Selektor, der besagt, dass wir uns auf sämtliche HTML-Elemente vom Typ UL beziehen wollen und in dem darauffolgenden Block stehen die Angaben, welche Attribute an die entsprechenden Elemente vergeben werden sollen. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie wir das so modifizieren können, dass das ein kleines bisschen anders aussieht und die Unterliste anders formatiert wird als die äußere Liste. Da kommen jetzt die Selektoren ins Spiel, die nämlich viel mehr können, als einfach nur ein HTML-Tag zu referenzieren. Einen ersten Vorgeschmack in dieser Richtung haben wir im letzten Video schon erhalten. Wir können mehrere Dinge machen, von denen ich hier zwei vorstellen möchte. Das erste ist, dass wir Stilangaben für mehrere Elemente gleichzeitig machen können. Das spart uns viel Schreibarbeit und letztlich auch Wartungsaufwand, wenn wir nämlich wissen, dass beispielsweise alle unsere unnummerierten Listen und alle unsere nummerierten Listen sowieso in einheitlicher Weise formatiert werden sollen. Dann können wir das kurzerhand gemeinsam festlegen. Das machen wir, indem wir ein Komma zwischen die Selektoren schreiben. UL, OL besagt also, dass sich alle Angaben des folgenden Blocks sowohl auf unsere UL-Umgebungen als auch auf unsere OL-Umgebungen beziehen. Stellen wir uns vor, unter unserer Liste aus der HTML-Datei auf der vorherigen Folie würde noch eine weitere Liste stehen, und zwar die nummerierte Liste, die wir hier links auf der Folie sehen. Diese beiden Listen stünden also beide auf derselben HTML-Seite. Dann beziehen sich alle unsere Angaben, die wir nun machen, hier also für die Hintergrundfarbe und für den Rand, sowohl auf die UL-Umgebungen wie auf die OL-Umgebungen. Davon zu unterscheiden ist der untere Selektor. Wenn wir da genau hingucken, sehen wir, dass dort keine Kommas zwischen den einzelnen Angaben stehen. Und das besagt etwas ganz anderes, nämlich dass sich der folgende Block nur auf bestimmte Elemente bezieht. Selektiert werden hier nur UL-Umgebungen, die sich innerhalb einer LI-Umgebung befinden, die sich ihrerseits wiederum innerhalb einer OL-Umgebung befinden. Lesen wir dies hier von links nach rechts, ergibt sich genau die hierarchische Struktur, wie wir sie in unserem HTML-Dokument finden. Wir haben zunächst ein OL, das die Aufzählungsumgebung beginnt. Dann kommt ein LI und innerhalb des nächsten LI mit dem Text noch ein Punkt kommt dann ein weiteres OL.
Wenn wir uns jetzt diese Schachtelung angucken, also nur das lesen, was in den spitzen Klammern steht, dann steht da OL, dann kommt ein LI und dann kommt innerhalb des LI wieder ein OL. Das heißt also nur auf dieses Element, also nur auf die Unterliste, die hier lediglich aus einem einzigen Punkt besteht, beziehen sich also die folgenden Angaben. Da wird nun festgelegt, dass die innere Liste keinen Rand erhalten soll. Und wenn wir oben in den Screenshot gucken, sehen wir auch, dass genau das der Fall ist und die innere Liste nicht mit einem Rand versehen ist. Außerdem ist noch festgelegt, dass in der inneren Liste die Elemente in einer bestimmten Weise nummeriert werden sollen, nämlich mit kleinen Buchstaben, Lower Alpha, statt mit Zahlen. Deshalb ist dieser Unterpunkt mit dem Buchstaben A davor nummeriert. Gäbe es weitere Unterpunkte, würden diese mit B, C, D und so weiter nummeriert. Wir sehen hier also zwei unterschiedliche Selektoren. Der erste dieser beiden ist sozusagen eine Anhäufung von einzelnen Selektoren und alle Angaben des darauffolgenden Blocks beziehen sich auf jeden einzelnen von ihnen. Der untere Selektor hingegen bezieht sich nur auf das geschachtelte Konstrukt, also nur auf OLs innerhalb von LIs innerhalb von OLs. Diese Selektoren sind nicht ganz einfach. Ich werde aber noch einen Tipp geben, wie man sich dem Thema spielerisch nähern kann. Bevor wir uns anschauen, was für Selektoren es sonst noch gibt, möchte ich dieses Beispiel noch einmal in Live angucken. Dazu gehe ich wieder in meine Arbeitsumgebung. Ich habe mir hier wieder verschiedene Dateien hingelegt, unter anderem auch die Datei mit den Listen. Diese Datei hatten wir schon beim letzten Mal erstellt, wir kennen die also im Grunde genommen schon. Wie wir Listen in HTML erstellen, wissen wir ja seit neulich. Und so sehen wir hier eine unnummerierte Liste, gefolgt von einer nummerierten Liste. Wenn wir uns diese Seite dann angucken, sieht sie zunächst einmal so aus. Eben nacktes HTML. Wir sehen hier zum Beispiel auch, wie der Punkt in der Unterliste mit einem Kringel bzw. einer Zahl versehen ist, je nachdem, ob die Unterliste eine unnummerierte oder eine nummerierte Liste ist. Nun füge ich hier kurzerhand in eine Style-Umgebung genau das ein, was wir eben auf der Folie gesehen haben. Hier wird nun also festgelegt, dass alle ULs und alle OLs diese Hintergrundfarbe und diesen Rand erhalten sollen. Wir haben außerdem festgelegt, dass alle LI-Elemente fett gesetzt werden sollen und dass alle OL-Elemente, die ein LI enthalten, die ihrerseits ein OL enthalten, diese Angaben erhalten sollen. Sie sollen keinen Rand bekommen, sie sollen mit Buchstaben durchnummeriert werden und sie sollen gerade nicht mehr fett gesetzt werden. Das sind die drei Angaben, die ich an dieser Stelle gemacht habe. Wir speichern die Datei und laden sie im Browser erneut. Und was stellen wir fest? Das funktioniert nur so halb. Natürlich ist der Rand hier weg. Natürlich haben wir hier das A für die Nummerierung stehen. Aber wir sehen, dass der Eintrag hier gar nicht unfett geworden ist. Ich wollte ja gerade, dass der in normaler Schrift erscheint. Wie kann ich denn das nun hinbekommen? Dem LI kann ich ja nicht sagen, dass es normal sein sollte, denn dann würden ja sämtliche Elemente hier entsprechend in dieser nicht fetten Schrift erscheinen. Was ich aber machen kann, ist, dass ich kurzerhand einmal dieses Element hier kopiere. Das ist am wenigsten Schreibarbeit auf diese Art und Weise. Und dann sage ich, dass nur alle LI-Elemente, die da drin stehen sollen, dieses Fontweight Normal bekommen sollen. Und dann kann ich das hier oben löschen, denn das hat ja sowieso nichts gebracht. Wenn ich mir das Ganze jetzt wieder im Browser angucke, also speichern und neu laden, dann sehe ich, dass es genau so funktioniert, wie ich das vorhatte. Wir haben jetzt alle O-Elemente, in denen sich ein LI befindet, in dem sich ein OL befindet, in dem sich wiederum ein LI befindet. Für die haben wir festgelegt, dass das Schriftgewicht normal sein soll, also nicht mehr fett. Jetzt könnten wir hiermit weiter herumspielen und dazu würde ich euch auch auffordern. Nehmt euch dieses Beispiel her, versucht einfach einzelne Dinge hier drin zu ändern und guckt, was passiert. Damit kehren wir zurück zu einem weiteren Element, das ich noch einführen möchte. Wir können nämlich noch weitere Selektoren verwenden. Wir haben gerade schon kennengelernt, dass wir mehrere Selektoren verwenden können und geschachtelte Elemente können wir auch verwenden. Manchmal möchten wir aber, dass nur ganz bestimmte Elemente auf einer Seite in einer bestimmten Art und Weise gestaltet sind. Das können wir erreichen, indem wir in HTML sogenannte Klassen verwenden. Wir lernen also noch einmal ein bisschen HTML. Wir haben schon gelernt, dass man auch in HTML Attribute vergeben kann. Attribute stehen immer an dem öffnenden Tag eines HTML-Elements. Wir haben das beispielsweise bei dem Tag für die Verweise, dem A-Tag, gesehen, wo dann A, href, gleich und so weiter geschrieben wird. Das href ist dabei ein Attribut für den Anker, das wie jedes Attribut in HTML am öffnenden Tag und niemals am schließenden Tag steht, das mit dem Schrägstrich eingeleitet wird. Als Attributwert für das href wird zwischen Anführungszeichen die Seite angegeben, zu der der Verweis führt. Hier werden wir nun einem Absatz ein Attribut zuweisen, das den Namen Class trägt. Dies ist ein vordefiniertes HTML-Attribut. Wir können nur vordefinierte Attribute in HTML verwenden.
Dieses Attribut kann ebenfalls einen Wert erhalten. Und ein solches füge ich jetzt hier einmal dem Absatz hinzu. Dieser konkrete Absatz erhält also jetzt eine Klasse zugewiesen und wird damit zu einem besonderen Absatz. Wir heben ihn aus der Masse der Absätze hervor. Der Wert dieses Klassenattributs ist beliebig. Da kann ich mir irgendetwas ausdenken, sollte mich allerdings auf normale Buchstaben aus dem ASCII-Zeichensatz beschränken, also keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden. Hiermit habe ich nun festgelegt, dass dieser Absatz kein gewöhnlicher ist, sondern ein besonderer, nämlich eine Einleitung. Was macht das jetzt mit mir? Wenn wir noch auf dem Kenntnisstand von vor zwei Videos wären und nur HTML, nicht aber CSS kennen würden, brächte uns das gar nichts. Deshalb habe ich dieses Attribut bislang auch noch nicht erklärt. Wenn wir aber Stylesheets zur Verfügung haben, dann können wir jetzt festlegen, dass wir nicht alle Absätze mit den von uns angegebenen Attributen formatieren wollen, sondern nur alle Einleitungen. Das erreichen wir mit der Schreibweise unten auf dieser Folie. Der Punkt vor dem Wort Einleitung besagt, dass sämtliche HTML-Elemente, die die Klasse Einleitung besitzen, die folgenden Attribute erhalten, in diesem Fall also in dieser Farbe gesetzt werden. Wir könnten durchaus verschiedene Elemente mit dieser Klasse versehen. Wir könnten mehrere Absätze mit dieser Klasse versehen. Wir könnten aber auch andere HTML-Elemente mit dieser Klasse versehen, also zum Beispiel Überschriften, Listenelemente oder was auch immer. Und ob ich die wirklich als Einleitung verwende oder zu anderen Zwecken, ist im Grunde auch egal. Ich könnte die Klasse auch Wurzelgrümpf nennen, aber sinnvolle Namen helfen einem, dass man auch nach 3 Monaten noch versteht, was man da eigentlich getan hat. Der erste Selektor, der hier auf der Folie zu sehen ist, Punkt gefolgt von Einleitung, dabei ist wichtig, dass hier kein Leerzeichen nach dem Punkt steht und die Schreibweise exakt so ist wie im HTML-Dokument, also auch in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung, besagt also, dass sämtliche HTML-Elemente, die als Attribut die Klasse Einleitung tragen, die folgenden Attribute erhalten sollen. Der zweite Selektor ist nun etwas anderes. Vor dem Punkt steht dort noch ein P. Auf diese Weise legen wir fest, dass nur HTML-Element vom Typ P, also Absätze, die als Attribut die Klasse Einleitung tragen, die folgenden Attribute erhalten sollen. Wenn es eine Überschrift erster Kategorie von der Klasse Einleitung gäbe, würde diese nicht die folgenden Attribute erhalten, sondern eben nur die Absätze. Auch hier darf zwischen P und dem Punkt und dem Wort Einleitung wieder nirgendwo ein Leerzeichen sein. Ein einzelnes Zeichen würde alles verändern und, wie uns das an ganz vielen Stellen noch begegnen wird, es kommt auf jedes einzelne Zeichen an, das wir hier schreiben oder nicht schreiben. Ein weiteres Element haben wir noch. Das ist der sogenannte Bezeichner, auf Englisch auch Identifier genannt. Mit einem Identifier können wir ebenfalls ein HTML-Element kennzeichnen. Auch das geschieht wieder über ein Attribut, dessen Name ID ist, kurz für Identifier, und dessen Wert wir uns wieder beliebig ausdenken können, mit den gleichen Einschränkungen, was Sonderzeichen und Umlaute angeht. Dabei gibt es aber einen wichtigen Unterschied zu Klassen. Dieser Wert, also der Identifier, muss eindeutig im gesamten Dokument sein. Das heißt, anders als bei einer Klasse dürfen nicht mehrere HTML-Elemente innerhalb eines Dokuments denselben Attributwert für das ID-Attribut besitzen. Wenn wir also zum Beispiel einen Absatz haben, dem wir den Identifier-Einleitung statt der Klasse-Einleitung zuweisen, dann darf es kein weiteres Element geben, das ebenfalls diesen Identifier-Einleitung besitzt. Weder einen anderen Absatz, noch eine Überschrift, noch ein Listenelement oder sonst was. Alles andere wäre ein Fehler, den die Browser zwar meist nicht bemerken, aber man erhält dann bei der Verwendung von CSS oder später auch von JavaScript nicht das gewünschte Ergebnis. Daher ist die mehrfache Vergabe desselben Identifiers schlicht und ergreifend falsch und wird von uns dann auch mit Punktabzug bestraft. In CSS können wir auf diese Identifier zugreifen, indem wir ein Hashtag davor setzen. Hashtag Einleitung besagt also, dass sich die folgenden Angaben auf den Identifier Einleitung beziehen, nicht auf die Klasse Einleitung, denn dafür hätten wir einen Punkt anstelle des Hashtags verwendet. Auf diese Weise wird also genau dieser eine Absatz, den wir dort oben sehen, mit exakt dieser Farbe, die hier unten angegeben ist, versehen. Das Ganze ist also durchaus ähnlich zu dem, was wir gerade bei Klassen gesehen haben, nur dass der Wert des Identifiers eindeutig sein muss, also nur einmal im HTML-Dokument vorkommen darf und dass wir im Stylesheet daran denken müssen, dass wir nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Hashtag vorne beginnen. Das wäre schon alles, was zum HTML-Bezeichner zu sagen ist. Die Selektoren sind alles andere als einfach, da muss man sich durchaus ein bisschen hineinfummeln. Deshalb möchte ich als nächstes ein paar Quellen angeben, mit deren Hilfe man sich ein wenig besser damit vertraut machen kann, was wir uns in den bisherigen Videos angesehen haben und durchaus auch darüber hinaus noch so einiges lernen kann. Das erste ist ein aus meiner Sicht sehr empfehlenswertes Handbuch für HTML und CSS, zu finden unter dem Link webkompetenz.wiki.com. Eine sehr gute Quelle, deren Inhalte es auch als Buch zu kaufen gibt. Aber auch die Online-Materialien sind sehr gut aufbereitet. Man muss sich ein bisschen in die Struktur einwühlen, aber wenn man das einmal getan hat, ist das ein sehr wertvolles Nachschlagewerk, in dem ihr praktisch alles findet, was möglich ist. Viel mehr als das, was wir hier machen, denn, wie schon mehrfach gesagt, machen wir nur einen winzigen Bruchteil von HTML und CSS und legen damit die Grundlagen dafür, dass ihr euch mit einem solchen Werk vieles selber beibringen könnt, wenn ihr es denn eines Tages braucht. Genügend Zeit und Energie vorausgesetzt.
Ich möchte dann noch einige weitere Tools empfehlen, die uns dabei helfen zu überprüfen, ob das, was wir gerade machen, eigentlich richtig ist. Dafür gibt es sogenannte Validatoren. Mit einem dieser Validatoren können wir feststellen, ob unser HTML korrekt ist. Ein weiterer tut dasselbe für CSS. Sie finden nicht alle Fehler, aber Sie sind schon recht gut in dem, was Sie finden können. Hier sind zwei Adressen angegeben. Dabei habe ich jeweils diese Option Validate by Input gewählt, bei der man keine Datei hochladen muss, sondern einfach im Editor die eigene Datei, die man validieren lassen möchte, also eben die HTML- oder CSS-Datei, öffnet, dann einmal komplett kopiert, also Steuerung A bzw. Command A, um alles auszuwählen, dann Steuerung C bzw. Command C, um die Auswahl zu kopieren, dann auf der Seite mit dem entsprechenden Validator in das Feld klicken und dort Steuerung V bzw. Command V, um den Text einzufügen. Wenn man dann auf Validate klickt, bekommt man mögliche Fehler angezeigt, sowie außerdem Warnungen. Durch die Rückmeldung muss man sich dann durchfieseln und gucken, was falsch ist. Das ist mitunter durchaus ein bisschen Arbeit, insbesondere wenn man mehrere Fehler in einem Dokument hat, dann kann es sein, dass die Validatoren nicht die richtige Fehlerstelle zeigen. Dort muss man sich ein bisschen reinfuchsen, das ist nicht ganz trivial, aber es ist ein sehr hilfreiches Instrument. Das nächste, was ich empfehlen möchte, ist das CSS Diner, eine spielerische Anleitung dafür, wie man mit Selektoren umgeht. Und das möchte ich jetzt einmal kurz in Live zeigen. Wir sehen hier die Umgebung dieses CSS Diner. Hier gibt es sozusagen fiktive HTML-Elemente. Das Div werden wir noch kennenlernen. Teller gibt es natürlich normalerweise nicht, genauso wenig gibt es in HTML Bento-Boxen, die hier gleich auch noch auftauchen werden. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und dann stören wir uns auch nicht an den Schrägstrichen vor den schließenden spitzen Klammern. Die sollen uns an dieser Stelle auch nicht interessieren. Das Prinzip, das wir hier sehen, ist aber das gleiche wie in HTML. Wir sehen hier als erstes eine Div-Umgebung und darin Plates, also die Teller offensichtlich. Jetzt sollen wir mit den Selektoren dafür sorgen, dass wir nur die Elemente, die in der Aufgabenstellung hier oben angegeben sind, auswählen. Dazu tippen wir das entsprechende Element hier hinein. Wir wollen hier die Teller, also die Plates, im Singular natürlich. Dann können wir auf Enter klicken oder einfach die Eingabetaste drücken. Und wenn das richtig war, verschwinden die ausgewählten Elemente. Jetzt sollen wir die Bento-Boxen auswählen. Das, was hier tanzt, das soll ein Bento sein. Das sehen wir auch, wenn wir den Mauszeiger über das Element bewegen. Und das wird uns auch im Quelltext hier unten angezeigt. Dann müssen wir wieder den entsprechenden Selektor eingeben. Und auch das funktioniert. Hier sehen wir jetzt schon einen weiteren Schwierigkeitsgrad. Hier sehen wir nämlich, dass nicht alle Teller ausgewählt werden sollen, sondern nur ein bestimmter. Und der hat eine bestimmte ID. IDs, das haben wir eben gelernt, markieren wir mit dem Hashtag. Und dann kommt die ID dahinter. Geschrieben. Zack. Können wir also auch. Und so geht das halt weiter. Hier sollen jetzt nicht alle Äpfel gewählt werden, sondern nur der Apfel, der auf einem Teller ist. Das heißt, wir müssen zunächst eine Umgebung wählen, darin dann den Apfel. Wie wir das machen können, haben wir eben auch schon gelernt. Ich verrate es an dieser Stelle nicht. Hier rechts gibt es immer Tipps, wenn man nicht mehr weiter weiß. Und wenn man etwas überspringen möchte, kann man hier auch einfach weitergehen. Wenn man das komplett durchspielt, lernt man eine ganze Menge. Viel mehr als das, was wir in dieser Vorlesung brauchen. Das, wie gesagt, einmal als kurzer Hinweis dafür, wo man ein bisschen noch einmal etwas über Selektoren lernen kann. Das letzte Tool, das ich noch empfehlen möchte, ist zum Thema Farben. Ich hatte schon im letzten Video erwähnt, dass es nicht immer so ganz einfach ist, den Farbwert zu einer bestimmten Farbe zu finden. Auch wenn man gut aufeinander abgestimmte Farbschemata haben möchte, ist es nicht so ganz einfach. Aber es gibt ein gutes Online-Tool von Adobe, color.adobe.com. Da kann man sich sehr schöne Farbschemata zusammenstellen. Das möchte ich jetzt hier nicht zeigen. Besucht die Seite einfach mal, wenn ihr mögt, und schaut euch das an. Es ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, denke ich. Machen wir ein kurzes Wrap-up und gucken, wo wir nun eigentlich stehen. Wir haben die Grundregeln für Stylesheet soweit kennengelernt und wissen jetzt, dass sich in CSS-Dateien immer eine Folge von CSS-Elementen befindet. Diese einzelnen Elemente beziehen sich grundsätzlich auf entweder HTML-Tags, wie zum Beispiel P oder H1, oder auf Klassen, die wir in HTML mit dem Class-Attribut definieren, oder auf benannte HTML-Elemente, die mit einem Identifier versehen sind. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir kennengelernt haben. Je nachdem, welche dieser drei Möglichkeiten wir bei einem Element nutzen wollen, müssen wir dabei die geeigneten Selektoren verwenden. CSS-Selektoren für HTML-Elemente beginnen mit dem Namen des Tags. Da stand dann einfach Body oder H1 oder P oder wie auch immer. Tag-Hierarchien konnten wir angeben, indem wir die einzelnen HTML-Elemente mit Leerzeichen hintereinander schreiben. Das Beispiel, das wir uns angesehen hatten, waren die geschachtelten Aufzählungen. Klassen referenzieren wir mit CSS-Selektoren immer, indem wir einen Punkt vor den Klassennamen schreiben. Gegebenenfalls steht noch ein HTML-Element bzw. dessen Tagname davor. Und ein eindeutig mit einem Identifier gekennzeichnetes Element referenzieren wir, indem wir ein Hashtag vor den Namen des Identifiers schreiben. Im Anschluss an den Selektor folgen dann die Stilangaben, die in einen von geschweiften Klammern umschlossenen Block geschrieben werden. Darin stehen dann die einzelnen Eigenschaften, die jeweils als Attribute angegeben werden. Jedes Attribut besteht aus einem Attributnamen, gefolgt von einem Doppelpunkt und einem Leerzeichen und dann einem Attribut Wert.
Der Attributwert ist manchmal ein einfacher Wert, wie zum Beispiel ein Farbwert oder das Wort Bold für fette Schrift. Manchmal können auch mehrere Dinge hintereinander stehen. Das Beispiel, das wir gesehen hatten, war die Festlegung eines Randes durch das Border-Attribut mit dem Wert 1px Solid Black. Da wurden dann die einzelnen Attributwerte mit einem Leerzeichen voneinander getrennt. Wir werden noch eine weitere Variante kennenlernen, was man hier auch noch machen kann, aber das sehen wir erst im nächsten Video. Am Ende jeder Stilangabe bzw. jedes Attributs steht grundsätzlich ein Semikolon. Anschließend kann dann die nächste Stilangabe, idealerweise in einer neuen Zeile, stehen oder irgendwann die schließende geschweifte Klammer folgen. Wir erkennen hier vielleicht gewisse Ähnlichkeiten zwischen CSS-Elementen und HTML-Elementen, aber es gibt auch eine ganze Menge Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden uns noch im nächsten Themenblock beschäftigen. Ein kleines Geheimnis möchte ich allerdings noch lüften. Warum heißen diese Dinge eigentlich Cascading Style Sheets? Warum nicht einfach Style Sheets? Nun, das liegt daran, dass diese Dinge aufeinander aufbauen. Unser Browser bringt ja von sich aus schon ein bestimmtes Layout mit. Wir haben das gesehen, als wir letzte Woche nur HTML gemacht haben und unsere Überschriften in einer bestimmten Art und Weise formatiert worden sind oder unsere Absätze immer mit einem gewissen Abstand dazwischen gesetzt worden sind. Das alles können wir modifizieren und das ist genau die Kaskade. Wir können gewissermaßen oben auf das Layout des Browsers weitere Angaben setzen. Und das geht wiederum auf mehreren Ebenen. Wir können zum Beispiel einmalig ein bestimmtes Aussehen für Absätze festlegen. Wir können aber auch im weiteren Verlauf unseres Stylesheets weitere Angaben machen. Das hatten wir gesehen, als wir mit dem OL-LI-OL für bestimmte OL-Umgebungen die zuvor für alle OL-Umgebungen festgelegte Formatierungen in Teilen modifiziert haben. Die verschiedenen Festlegungen überlagern also einander und das ist im Grunde genommen das, was sich hinter dem Wort Kaskade verbirgt. Wir können auch mehrere Stylesheets einbinden. Das ist häufig auch durchaus sinnvoll, werden wir im Rahmen dieser Vorlesung bzw. Videoreihe allerdings nicht machen. Wir werden hier praktisch immer nur ein einziges Stylesheet haben, aber auch dieses überlagert zumindest eben das Stylesheet des Browsers und wir überlagern, wie gesagt, teilweise eben auch Einstellungen mit anderen Einstellungen. Das soll es dann auch gewesen sein zum Thema Selektoren für Stylesheets. Wir werden uns natürlich noch weiter mit Stylesheets beschäftigen. Wir werden uns im folgenden Video einige Attribute angucken und sehen, was wir alles tatsächlich so gestalten können. Auch das wird, wie gesagt, rudimentär bleiben und vieles andere wird man sich selber später erarbeiten müssen, wenn man es denn braucht. Aber die Grundprinzipien werden wir auf jeden Fall verstanden haben und mit dem, was wir dann beisammen haben, können wir schon einiges anfangen. Tschüss, bis zum nächsten Video.